Ja, dann mach halt so. Ich sehe gerne, Toni hat er. Damit krieg ich die. Ich weiß gar nicht, was ich dann machen soll. Ach, klar. Topf mit Waschmittel und. Ich sehe gar nicht ein, Toni hat er. Okay, jetzt können wir dann das Ding doch da hinlegen, oder? Ich sehe gar nicht, Toni hat er. Topf mit Waschmittel haben wir jetzt gefunden oder beziehungsweise hergestellt, aber jetzt weiß ich nicht so ganz, was ich da machen soll damit. Warum soll das? Aber ich weiß es echt nicht, also es ist. Toni, das ist komisch. Toni, das ist dabei, war. So, haben wir noch sonst irgendwas, was wir damit machen können? Ich mag kein sauberes. Das sieht dann immer so aus, als würde man. Ah, okay. Was haben wir denn alles? Wir haben nicht genug. Es fehlt nur noch ein paar Socken. Es fehlt nur noch die Zahnbürste. Es fehlt nur noch. Aber den Proviant und diese Seitenschere-Dingens da haben wir ja schon. Von daher weiß ich nicht, was wir hier noch finden sollen. Gehen wir mal hoch zur Truhe. Das ist die Kiste, die wir. Ja. Ich will sie. Ich will keine. Ah, okay. Du willst sie nicht öffnen. Rufus, habe ich kein Problem damit. Aber irgendwann müssen wir hier doch. Du willst doch aus, oder nicht? Von daher wirst du sie doch. Irgendwann. Ah. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer noch habe. Ach, so ist das. Das heißt, uns fehlt noch eine Socke. Es wird wirklich. Super, dann haben wir hier auch alles erwischt. Aber ich weiß immer noch nicht, wo wir weit, wie es weitergehen soll. Haben wir hier nicht irgendwas zum. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Ach so. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ja, wie wär's mit. Das ergibt. Ja. Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Eben. Gott sei Dank bin ich ein geschickter. Verdammt! Wie wär's damit? Hilft uns das? Gott sei Dank. Verdammt! Komm schon. Ah, ein Haufen Zettel. Wenn Toni nicht so viel Zeit mit Meckern verschwenden würde, könnte sie mehr Geld für Essen anschaffen. Alles klärchen, Bärchen. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Ich mag kein sauberes Werk. Das sieht dann immer so. Da sind schon genug Brandverfluchte. Da sind schon Pfaff. Aber ich brauche, ich will ja nicht. Ach so. Ich bin zwar kein Experte. Das sind immerhin schon. Aber ich brauche ein. Ich will ja nicht. Ja, jetzt wollte ich jetzt gar nicht, sondern ich wollte wieder. Ich bin zwar kein Experte. Ich mag keinen Socken. Das sieht dann. Es muss eine bessere Methode geben, Socken zu stopfen. Ich kenne sie noch nicht. So, jetzt mach mal auf. Leider nicht, schade. Jetzt. Hat dieses Spiel nicht irgendwie. Können wir nicht hier runter? Und wenn wir dann unten sind, da raus? Vor Tonys Hütte? Nein, ich habe noch nicht. Du hast noch nicht zu Ende gepackt. Das ist sehr traumhaft. Aber ich weiß auch nicht, was du zu Ende packen möchtest. Ich bin zwar. Ja. Jetzt weiß ich's, glaube ich. Ich glaube, der Topf gehört auf die Herdplatte. Ich habe das mal bei Toni gesehen. Ach so. Wo ist denn die Herdplatte bei euch? Ach, da. Oh, bin ich blöd. Und dann macht er. Nein, auf! Und dann tun wir da hier den da runter. Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Um den Ofen anzuzünden, bräuchtest du erstmal was Brennbares. Ja, haben wir hier die Haufen, den Haufen. Zettel. Sehr schön. Hatten wir das auch rausgefunden? Jetzt burnt alles. Mach mal alles. Ja, mal hier soll Toni nochmal sagen, ne? Ich bin zwar kein.
Ah, und Nummer 1. Und Nummer 2. Und Nummer 3. So, und alles raus wieder. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Ach, ja. Die andere. Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Autsch! Das ist ja heiß. Ja, das hat's so an sich. Ach, ich hab ein Sockenpaar. Geil. Oh, wunderschön. Dann können wir jetzt pömpeln. Da gibt es leider nichts. Schade. Können wir sonst noch irgendwas machen? Wie wär's mit... Nee, das ist dann alles erledigt. Dann hätten wir quasi alles, nur noch die Zahnbürste fehlt uns. So, und probieren wir mal die Zahnbürste hier nochmal mit dem Pömpel zu erlegen. Nein, die Ecke, aber mittler. Jetzt reicht's mir aber ernsthaft, komm schon. Zack. Nein, die aber mittlerweile. Wie könnte ich die denn noch haben? Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Einen besseren Plan, also. Na, probieren wir es mal mit seinen Plänen nochmal. Meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Ja. Die waren echt nicht übel wahrscheinlich. Kann schon sein. Nee, das bringt uns hier nichts. Wie wäre es, wenn wir das Ding da anzünden? Ich habe aufgegeben, die Kiste aufzubekommen. Ich will sowieso gar nicht wissen, was da drin ist. Ah. Das ergäbe Sicherheit. Hm? Wer braucht schon dran? Ist doch was für... Ja, eben, deswegen. Ich habe aufgegeben, ich will sie. Geh mal runter, komm. Ich muss das Ding da aufbekommen, komm schon. Ist verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Nein, ich bin noch nicht fertig mit Packen. Ja, das habe ich schon. Habe ich mir jetzt schon fast gedacht, dass das wiederkommt. So, haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier irgendwie. Oh, das ist schon wieder eine Sache, da drehe ich dann am Rad, ne? So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Ja. So ein Seiten... Ah, okay, ein Seitenschneider ist also ein ziemlich nutzloses Gerät. Proviant vielleicht? Ich mag meine Wasabi, roh, ist so ein Tick von mir. Deine Wasabi mag er roh, okay, was ist denn das? Lieber nicht. Das ist ja, da soll Toni noch mal sagen. Ich tue nichts für den Haushalt. Ja, ja. Sagt sie, glaube ich, nicht mehr. Wenn du hier fertig bist mit ihr. Es gibt keinen Abwasch mehr. Pömpeln wir das Ding mal auf. Müsste ja klappen. Bats. Ganz genau, Mauseloch. Aha. Die Maus ist schon vor langer, was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als mein. So, jetzt haben wir die Mausefalle und holen wir uns dann noch die... Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Ohne den richtigen Köder. Haben wir einen richtigen Köder? Die riecht zwar nach Ketten. Okay. Zack. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Ah, jetzt hat er einer seiner Wasabi-Bohnen da hingelegt und jetzt haben wir auch die Zahnbürste. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Ja. Jetzt haben wir Socken, die Seitenschere, Proviant und die Zahnbürste. Das heißt, wir hätten jetzt quasi alles. Nein, ich habe noch... Wie, noch nicht zu Ende gepackt? Ich habe doch alles jetzt. Es wird wirklich... Mach auf. So, machen wir es mal so. Zack, Seitenschere. Legen wir rein. Seitenschneider, warum auch immer. Check. Proviant, warum auch immer. Check. Proviant, check. Sockenpaar, check. Socken, check. So, und die Zahnbürste, auch check. Zahnbürste, check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was?
Probier's mal mit. Entschuldigung. Entschuldigung. Wie wär's, wenn wir die Mit Seitenschere? diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer nie, wo ich hingehe. Was hatte der überhaupt auf der... Das verstehe ich auch nicht. Jetzt passt es. Jawohl. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Ja. Spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. So ist das. So, jetzt tun wir mal erstmal. So. Da ist kein Platz. Wie, da ist kein Platz. Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Da ist kein Platz. Ja. Ach so, ich müsste auch erst die Tür aufmachen und dann. Da ist kein Platz. Da ist kein Platz. Wie, da ist kein Platz. Wohin soll denn der Scheiß dann? Ach so, ja. Ich hab's erstmal aufmachen müssen. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Und nun? Oh Gott. Steht doch. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ach, was. Lieber nicht. Was du so nicht sagst, Kumpel. So, was können wir denn sonst noch machen? Ach, da ist ein Schraubenschlüssel. Können wir das gleich aufschrauben? So. Gehen wir mal darüber. Und schrauben uns den Sitz auf. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Ja. Auf die Batterie kannst du nicht verzichten. Was ist das? Schiene? Aber wie hält sie denn? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? So. Der ist jetzt wohl. Okay. Zack. Probieren wir es mal. Das sitzt auch so schon fest. Das sitzt auch. Kann man sie. Und wichtig. Aha. Also brauche ich noch irgendwas. Nur weiß ich noch nicht was. Gehen wir mal zur Bedienungsanleitung. Ach, da war eine Lunte. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich. Ja, okay, die Lunte. Das wird ein. Okay. Bekommen wir noch irgendwas? Müssen wir nicht irgendwas noch holen oder so? Kann das sein? Jetzt weiß ich ja auch, wofür denn diese. So, irgendwas müssen wir jetzt hier machen damit. Da muss nichts geschraubt werden. Wie? Da muss nichts. Da sind zwar tatsächlich ein paar Mutternlose, aber. Ach, come on. Der ist jetzt wohl überflüssig. Wie Wasser. Muss man halt so sehen. Der ist jetzt wohl. Okay, gehen wir mal rein.